Hey yo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal, Leute. Und ja, vielleicht hört ihr schon ein wenig aus meiner Stimme heraus, dass ich ziemlich müde bin. Das liegt einfach daran, dass ich hier das Commentary direkt nach dem 24-Stunden-Stream aufnehme. Wir haben jetzt gerade 12:33 Uhr und ich habe, glaube ich, gerade vor, 10 Minuten oder so den Stream beendet. Und richtig viele haben auch noch am Ende in Twitch-Chat geschrieben: Hey Anton, lad doch bitte heute noch Beast am Sonntag hoch. Und dann dachte ich mir: Komm, Anton, bevor du dich jetzt irgendwie schlafen legst und dann irgendwie erst nach 13 Stunden oder so wieder aufwachst, machst du noch schnell das Commentary. Und ja, Leute, auf jeden Fall im Hintergrund seht ihr das nächste Gewinner-Gameplay von Beast am Sonntag. Und ja, letzte Woche war ja die Challenge, ein Double Campstrike zu spielen, im Modus Herrschaft, Solo natürlich, mit der MSBS. Und mir wurde gesagt, dass die MSBS früher noch viel, viel stärker war, aber die wurde dann gepatcht, genervt. Und ja, jetzt ist sie eigentlich jetzt ziemlich scheiße. Deshalb war die Challenge eigentlich gar nicht immer so leicht. Am Anfang habe ich gar nicht daran gedacht, dass die irgendwie runtergenervt wurde oder so. Aber nun ja, umso besser dann. Deshalb ist das Gameplay auch ziemlich cool, wie ich finde. Auf jeden Fall, Leute, das Gameplay ist vom Ballas-Spiel. Und ja, bevor jetzt irgendwie ein paar in die Kommentare schreiben: Hey Anton, wieso lädst du ein Gameplay von Ballas hoch? Der hat doch schon 18.000 Abonnenten. Und das nimmst du doch nur, weil er ein Kollege von dir ist. Nein, Leute, ich nehme es, weil er einfach meiner Meinung nach einer der besten, wenn nicht sogar der beste Ghost-Public-Spieler Deutschlands ist. Er hat so viele Rekorde in 6 gegen 6 Herrschaft, was weiß ich alles. Die meisten Kills Specialist in Herrschaft. Oh mein Gott, Alter, meine Stimme kratzt gerade übelst ab. Dann noch den schnellsten Double Campstrike und. Und ja, auf jeden Fall hatte ich hier die Challenge geschafft auf Freefall. Und ja, ich cutte für euch das Gameplay ein wenig zusammen und danach seht ihr auch noch ein Bonus-Gameplay, wo er einen Double Campstrike gespielt hat, auch mit der MSBS in unter 100 Sekunden, meine ich, auf Whiteout. Und das ist einfach nur extrem heftig. Und er hat irgendwie zwischenzeitlich sogar 20 Sekunden lang gar keine Gegner gefunden. Also ihr könnt euch jetzt mal ausrechnen, wie schnell er die ganzen Kills gemacht hat bei der Streak. Einfach nur abnormal, der Junge. Ohne Mist. Und bei Ballas ist das Besondere: Wenn man sich ein Gameplay von ihm reinzieht, dann bekommt man sofort auch Lust darauf, selber Ghost zu spielen. Das motiviert einen richtig. Also Leute, falls ihr jetzt irgendwie durch dieses Gameplay, was ihr heute im Hintergrund seht, wieder Bock auf Ghosts habt, dann gebt dem Spiel doch eine Chance. Ballas beweist es uns hier, dass man auch in Ghosts richtig viel Spaß haben kann und richtig viele Kills machen kann und das auch noch ziemlich schnell. Und er genießt auf jeden Fall die Gameplays. Schaut auf jeden Fall auch beim Channel von Ballas vorbei. Meiner Meinung nach ist er einer der Nachwuchs-YouTuber zurzeit. Er kann einfach extrem gut auch noch kommentieren. Und ich schaue mir einfach seine Videos auch sehr, sehr gerne an. Also Leute, vergesst nicht, bei ihm vorbeizuschauen. Abonniert ihn, er hat es wirklich verdient. Und ja, Link dazu ist ganz oben in der Videobeschreibung. Alter, meine Stimme hört sich gerade, glaube ich, richtig komisch an. Und mir fällt gerade auf, dass ich das Commentary gerade aufnehme, beziehungsweise mache mit geschlossenen Augen, weil ich einfach schon so müde bin. Also Leute, der 24-Stunden-Stream hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht, auch wenn ich irgendwie zwischenzeitlich so eine kleine Down-Phase oder so hatte. Weil ich meine, wenn man 24 Stunden lang fast ununterbrochen zockt, dann hat man irgendwann einfach nicht mehr so viel Lust da drauf. Aber waren auf jeden Fall auch ziemlich viele witzige Momente dabei. Ich werde wahrscheinlich auch ein Best-of daraus zusammenschneiden. Allein was einmal in FIFA passiert ist, und einmal hatten wir so eine heftige Lobby am Start, und was danach passiert ist, das gibt es einfach nicht. Was für ein Pech, wir hatten einfach Pechton, war wieder am Start. Aber ja, falls ihr den Stream verpasst habt, werdet ihr das dann auf jeden Fall im Best-of dann sehen können, beziehungsweise hören. Und ja, hat auf jeden Fall ziemlich viel Spaß gemacht. Ich habe sogar auf der Xbox gezockt, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt bei einem Kommentar. Ich habe mir jetzt eine Xbox zugelegt, damit ich auch mit ein paar Xbox-Kollegen quasi zocken kann. Ich muss jetzt zwar noch ein paar Probleme lösen, damit ich hundertprozentig den PS3-Controller auch an der Xbox benutzen kann. Weil ihr müsst euch das so vorstellen: Man spielt 6 oder 7 Jahre mit dem PS3-Controller und dann muss man sich an diesen Xbox-Controller gewöhnen. Das ist echt extrem Krebs, sage ich mal. Also man braucht da echt locker eine Woche oder so. Und irgendwie, ja, liegt mir einfach der PS3-Controller viel mehr, deshalb muss ich mir da jetzt noch so einen extra Adapter holen. Aber das sollte eigentlich gar kein Problem sein. Und ja, Leute, bei diesem Video wollte ich einfach noch so ein wenig Freestyle darüber reden. Brasilien, Alter. Das Spiel habe ich auch so nebenbei im Stream vorhin angeschaut. Was heißt vorhin, irgendwie vor 15 Stunden oder so. Und das gibt's doch gar nicht, wie der Chilene einfach in der 120. Minute gegen die Latte schießen, dann scheiden sie auch nach außen. Ich glaube, der Spieler, der gegen die Latte geschossen hat, hat dann auch noch den Elfmeter verschossen. Oh mein Gott. Und kennt ihr die Leute, die dann sagen:
Ey, wieso schießen die Elfmeter so behindert? Das macht doch jeder Vollidiot rein oder jeder Amateurfußballer hätte den reingemacht. Oh mein Gott, man kann sich doch gar nicht erst vorstellen, unter was für einem Druck diese ganzen Spieler da stehen. Vor allem die Brasilianer. Man spielt im eigenen Land und dann ist man im Elfmeterschießen und muss den entscheidenden Elfmeter reinmachen. Also ich würde da nicht sehr gerne in der Haut von Neymar oder so stecken, Alter. Da war da einfach extrem unter Druck. Das darf man wirklich nicht unterschätzen, da irgendwie einen Elfmeter oder so reinzumachen. So einfach ist das nicht, wie man sich das irgendwie vielleicht vorstellt, vor dem Fernseher oder vor dem Monitor, wie auch immer. Und ich bin auf jeden Fall jetzt gespannt. Morgen spielt dann auch Deutschland gegen Algerien, meine ich. Und schauen wir mal, wie weit wir dann kommen. Ich denke auf jeden Fall, dass wir es packen werden. Ich hoffe auf jeden Fall. Oh mein Gott, wie oft habe ich jetzt gerade auf jeden Fall gesagt? Anton, was ist denn los mit dir, Mann? Ich habe gleich eine Schelle verdient, Mann. So, damit ich jetzt auch wieder ein bisschen aufwache, Mann. Ich werde mich auf jeden Fall gleich. Ey, wenn ich jetzt noch einmal auf jeden Fall sage, ne, dann drehe ich durch. Brrr, meine Güte, ey. Nach dem Kommentar werde ich mich sofort schlafen legen, Mann. Ich brauche auf jeden Fall jetzt eine kleine Pause, ein kleines Mickerchen. Und genau, beim Stream hatten wir übrigens über 8000 Zuschauer am Ende am Start und dann habe ich mich so Dingens quasi in meine, wie soll man sagen, dann habe ich mir das so gerade so vorgestellt, so vor Augen geführt, 8000 Menschen schauen einem gerade live zu und dann habe ich mich nochmal erinnert, wie es damals war, als ich so, was weiß ich, 500 Abonnenten oder so hatte. Da konnte ich es mir einfach nie vorstellen, dass ich eines Tages mal streamen werde und mir 8000 Menschen live zuschauen werden. Das realisiert man irgendwie gar nicht mehr. Also ich wollte einfach nochmal Danke sagen, dass so viele bei euch, von euch auch beim Stream dabei waren und war auf jeden Fall eine richtig korrekte Aktion. Ich hoffe, wir können das bestimmt nochmal in naher Zukunft wiederholen. Mir hat es auf jeden Fall ziemlich viel Spaß gemacht. Auch wenn ich manchmal so ein bisschen rumgejammert habe, als ich dann Xbox gespielt habe und nicht ganz die 100er Prezi am Start hatte, wie gewohnt. Aber nun ja, was soll's. Also Leute, ich denke, das Gameplay neigt sich auch hier jetzt gerade schon zum Ende. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bewerten und kommentieren auf jeden Fall nicht vergessen. Und ey, wenn ich jetzt noch einmal auf jeden Fall sage, ne, dann raste ich so dermaßen aus. Oh mein Gott. Vergesst nicht, bei Ballast ganz oben in der Videobeschreibung vorbeizuschauen. Und ja, ich würde mal sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ach ja, Leute, und für die nächste Woche lautet die Challenge, ihr müsst eine Double Nuclear spielen in unter 4 Minuten 20. Weil meine schnellste Double Nuclear war auf Nuketown und die ging 4 Minuten 20. Also vom ersten Kill von der ersten Nuclear bis zum letzten Kill von der zweiten Nuklear. Also auch alle Tote dazwischen, die müssen auch dazugerechnet werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob irgendeiner von euch meinen Rekord toppen wird. Egal mit welcher Waffe, Hauptsache in Herrschaft und Solo. Und ja, Leute, ich bin auf jeden Fall gespannt dann auf die nächste Episode von Beast am Sonntag. Aber jetzt auch wirklich haut rein und bis zum nächsten Mal.